In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Morgen, ihr Lieben. Wir waren gerade mit Lena in der Stadt. Ich zeige euch mal, was Lena bekommen hat. Und zwar einmal dieses Kleidchen, das war von 16 Euro auf 7 Euro reduziert bei Primark. Und einmal dieses Haarbändchen, total süß. Das hat nur noch 1 Euro gekostet. Und sie hat noch eins bekommen, das hat 50 Cent gekostet. Ja, aber das ist jetzt mit dem Besuch, also nicht mit dem Besuch, mit dem Sohn von dem Besuch zum Fußball gegangen. Ja, der hat mir gerade gesagt, dass sie danach hier hinkommen und essen. Ich muss jetzt Hähnchen holen gehen, weil wir kein Hähnchen mehr haben. Ja, ich gehe das kurz holen und hole mir auch direkt Magnesium von der Apotheke. Mal schauen, was der mir jetzt anbietet. Ich habe gehört, Magnesium Werla oder so soll sehr gut sein. Dann nehmen wir halt das. Das hatte ich, glaube ich, auch in meiner ersten Schwangerschaft, aber das ist abgelaufen. Deswegen kann ich das natürlich nicht mehr nehmen. Und Others hier, die wir für ihn gekauft hatten, die sind nicht für Schwangere geeignet. Ich denke mal, dass sie 500 Milligramm sind. Genau. Deswegen gehen wir jetzt mit Lena kurz einkaufen und dann melden wir uns wieder. Wir sind wieder zurück. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir gekauft haben. Ich habe erstmal Zitronenlimonade und Cola mit Fanta gekauft. Dann Joghurt. Einmal mein Lieblingsdeo. Für Lena eine Kaffeesahne, sie hat aber nicht getrunken. Dann wollte Lena Nektarinen essen. Die hat jetzt auch eine gegessen auf dem Weg. Dann einmal für sie, das will ich jetzt nicht zeigen, sonst will sie. Das ist, was ich meine. Dann einmal Muffin. Zweimal Tornado. Audrey hat Linas Chips gegessen. Und Lina liebt die. Ja, deswegen habe ich das für die gekauft. Und zwei Packungen Hähnchenbrustfilet. Eigentlich kaufe ich Fleisch, das wissen auch diejenigen, die uns länger verfolgen, nur beim Türken. Ich unterstütze das eigentlich gar nicht gerne. Aber jetzt auf die Schnelle halt, ne? Und Tierhaltung ist Stallhaltung. Ja. Freiland ist immer besser, ne? Aber was soll's? Was willst du machen? Genau, also Fleisch kaufen wir wirklich eigentlich nur beim Türken und das kann ich wirklich nur empfehlen. Wenn ihr einen Fleischer in der Nähe habt, einen Türken oder so, wenn ihr seht, die arbeiten sauber, das sieht man. Obwohl jeder muss sauber arbeiten, aber ich habe auch ein, zwei Läden gesehen, wo ich niemals Fleisch kaufen würde. Ja, also wir kaufen hauptsächlich unser Fleisch bei Karada oder bei noch einem Türken. Das ist auf der Kalka Hauptstraße. Ja, ansonsten gibt's nichts. Was denn? Willst du hoch? Ja, ich koche jetzt mit Lina. Ich mache auch nichts Deftiges. Ich habe so eine Fertigsoße von Knorr gekauft letztens. Das benutze ich auch. Nee, von Maggi. Das ist so Kräuterrahmhähnchen. Da benutze ich jetzt 3 Packungen, weil ich weiß ja nicht, wie viele die essen. Dann mache ich ein bisschen viel. Dann kann man das morgen auch noch essen. Ja, und ich bin irgendwie voll. Ach so, Magnesium konnte ich auch nicht kaufen, weil die Apotheke macht eine Mittagspause. Toll. Wir machen erst um 2.30 Uhr auf und wir haben jetzt 2 Uhr und ich hatte echt keine Lust, noch eine halbe Stunde draußen rumzulatschen. Deswegen hole ich das einfach morgen. Da halten wir das nochmal durch. Ihr Lieben, mich haben total viele gefragt, was ich für Suppennudeln benutze und ob ich die vorher koche. Nein, die sind einfach, ich weiß nicht mal welcher Marke das ist, aber die findet ihr in jedem türkischen Supermarkt, bei Rewe, bei Kaufland, überall findet ihr die. Und der Reis, auch das Salz. Der Reis ist auch in so einem Ding verpackt. Und ich weiß nicht, welche Marke das ist. Das ist auf jeden Fall Rosenreis. Das ist so eine durchsichtige Verpackung. Also da ist oben so eine rote Rose drauf. Ich zeige euch aber die Verpackung, wenn ich das wieder kaufe. Weil ich kann nicht, was jetzt. Ich guck mal einen Moment. Gülüppi, den Scheiß, das glaube ich. Ich muss mal schauen, ob ich das im Internet finde. Ja, das ist von Tosya. Und zwar sieht das so aus. Also das ist der Reis, den ich benutze und der ist super lecker. Den benutzt auch meine Mama. Den gibt es einmal in 2,5 Kilo und einmal in 5 Kilo oder 10 Kilo, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Aber holt ihr auf jeden Fall beim Türken. Ihr könnt es auch bei Amazon bestellen, sehe ich gerade.
Auf Amazon kostet der 5,98 Euro für 2,5 Kilo. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der beim Türken kostet, aber 94 Versand ist auch ein bisschen viel, ne? Genau, das ist auf jeden Fall der Reis. Ich verlinke euch den nochmal unten in der Infobox, damit ihr immer wieder drauf gehen könnt und gucken könnt, welchen Reis ich benutze. Ich wusste nicht, dass es den auf Amazon gibt, sonst hätte ich den vorher gezeigt. Was denn, Schatz? Amma. 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 Was ist Amma? Was? Ich zeige euch mal das Essen. Also mein Reis kennt ihr ja mittlerweile, der ist aber noch nicht fertig. Und hier ist das fertige, die fertige Soße. Ich habe das jetzt nicht so als Schnitzel reingetan, sondern ich habe den klein gemacht. Und jetzt mache ich noch einen Salat. Ich bin jetzt fertig mit dem Kochen. Überseht bitte das hier. Das sind Fettspritzer vom Öl. Ja, das ist auch normal, dass das so spritzt am Anfang. Mein Salat, mein Reis. Lina, habe ich jetzt schon was zu essen gemacht. Also in den Teller getan. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn mein Kind Hunger hat, dann darf es auch essen. Und ja, hier ist das Fertiggericht. Also ist jetzt kein Fertiggericht, aber ich weiß, viele stehen nicht auf Beutelfutter. Ich auch nicht. Vor allem nicht. Ich finde das gar nicht gut, wenn man sich nur davon ernährt. Aber jetzt auf die Schnelle hatte ich echt keinen Bock, irgendwas zu machen. Und Audel liebt das. Also Audel liebt dieses Kräutersahnehähnchen. Deswegen dachte ich mir, dann mache ich das. Das passt ja perfekt. Ja, die müssen auch jetzt kommen. Wir haben jetzt 16 Uhr. Um 16 Uhr ist nämlich Fußball finito. Und dann können wir gleich essen. Ihr Lieben, unsere Bestellung von Nip ist da. Ich durfte mir da ein paar Sachen aussuchen. Ich zeige die euch mal. Und zwar haben wir einmal Snackboxen bekommen. Da sind 6 Stück drin, jeweils 300 Milliliter. Wenn man halt für draußen mal was mitnehmen möchte oder so. Kekse, Obst, was auch immer. Man kann alles reintun. Praktische stapelbare Aufbewahrungsboxen mit Deckel. Die sind auch in Mikrowellen geeinigt und man darf die auch in die Spülmaschine packen. Ich habe jetzt keine, aber ist ja nicht schlimm. Dann voll süß haben die eine Schnuller reingepackt und da steht Daddy is my Superhero. Hero. Das ist jetzt auch ihr erster Schnuller dann. Genau. Und total lieb haben wir uns ein Set zugeschickt. Das ist der Cool Twister Set. Da ist einmal, also da sind 2 Fläschchen drin und einmal dieses Cool Twister. Das ist dieses Flaschenabkühler, Fläschchenwasserabkühler, Cool Twister. Genau, das kannte ich nämlich vorher gar nicht. Dann einmal ein Beißmännchen, das ist das hier. Ein Schnuller, der nachts leuchtet, das ist auch total cool, da muss man den nicht nachts die ganze Zeit suchen. Achso, Schnuller mit Hygienekappe. Eine Reinigungsbürste, 2 in 1. Genau, und 2 große Weithalsflaschen, 260 ml jeweils. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, die Seite. Da könnt ihr die Sachen bestellen. Das ist BPA-frei und keine Silikone und Actiflex-System. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt hat sie auf jeden Fall ihre Flaschen und ihre Schnuller. Ich habe das auch noch gar nicht aufgemacht. Ich habe das jetzt alles verstaut und werde das dann natürlich kurz bevor die Dame auf die Welt kommt. Alles auspacken. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Wir haben uns sehr gefreut. Oh, der hat sich übrigens sehr über den Schnuller gefreut. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Genau, ich will mich auf jeden Fall bei Nick bedanken. Und das könnte ich jetzt schon mal für Lina benutzen. Und die Farben sind total schön. Die sind so leuchtend. Ja, danke schön auf jeden Fall nochmal. Ja, ihr Lieben, ich wollte euch mal die ganzen Produkte zeigen, die wir jetzt für die Lia bestellen, kaufen. Weil das interessiert auch total viele. Voll viele wollen auch ein Erstausstattungsvideo, aber ich finde, das gibt es schon so oft auf YouTube. Und jedes Kind ist auch anders. Also wenn ich jetzt sage, kauf keine Babywippe, mein Kind hat es nicht gemocht, dann wird jemand anderes schreiben, doch, mein Kind hat es geliebt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Oder wenn du jetzt sagst, ja, mein Kind liebt diese Schnuller von dieser Marke, vielleicht mag dein Kind aber die anderen Schnuller mit dieser Brustform, wisst ihr? Deswegen diese Erstausstattungsvideos,
Eine Krabbeldecke mit so Bogen und so würde ich zum Beispiel auch nicht kaufen. Lina lag nicht drunter. Also Lina hatte eine, aber sie lag nicht drunter. Und wir hatten eine Babyschaukel. Wir haben auch sehr viel dafür bezahlt damals. Ich glaube 250 Euro. Und das ist schon viel für eine Babyschaukel, finde ich. Aber da konntest du oben dein Handy reintun. Auch eine super Idee, ne? Eigentlich gar nicht. Und dann konnte das Kind halt so Fernsehen gucken oder du konntest dein Handy einfach reinlegen und dein Handy mit dem Ding verbinden, damit das Musik macht. Das zeige ich euch aber alles, das holen wir ja alles hoch, ne? Wenn Lia auf der Welt ist. Das ist alles im Keller. Ja, ansonsten nichts. Wir haben jetzt auch Ninas Babybett verkauft, das alte. Ja. Genau. Und sonst gibt's nichts. Ich wollte demnächst auch wieder eine Verlosung machen, wenn ihr Lust drauf habt. Ich habe lange nichts mehr verlost. Ich finde das so krass. Wir haben früher so viel verlost. Gar nicht mehr jetzt. Ich weiß auch nicht warum. Naja, kommt wie ihr versprochen. Ja, ich muss jetzt hier aufräumen. Ihr seht, Lina hat die ganzen Legos auseinandergenommen. Ihr guckt jetzt auch ein bisschen Fernsehen. Bitte mal. Lecker? Ja, kannst du bitte wegschmeißen, Schatz? Musst du in den Müll schmeißen. Guck mal, hier, du hast hier überall Joghurt. Ja, dort, dort. Ja. Dort, dort. Mama. Mama. Mama, dort, dort. Müll da. Ja, du hast es in den Müll geschmissen, ne? Und das kannst du jetzt auch in den Müll schmeißen. Ja, Müll. Müll nehmen. Der Müll ist in der Küche. Mutfuck der Chip. Genau, der Fernseher läuft bei uns ja fast 24 Stunden. Aber, habe ich euch glaube ich schon mal gesagt, das ist halt dieses nebenbei hören, einfach nur hören. Und Lina spielt dann zum Beispiel mit ihrer Küche, aber sobald ich auf Pause drücke, dreht sie sich dann um und merkt, okay, der Fernseher ist jetzt aus. Was willst du? Willst du was erzählen? Was denn? Das. Was willst du erzählen? Das. Okay, aber was willst du erzählen? Ja. Komm. Guck mal, wie es da aussieht, Lina. Du hast alles auseinandergenommen, Schatz. Ja, Baba. Ja, hat Baba dir die Küche gekauft? Lecker, ne? An der Küche steht Linas Toilette. So, willst du jetzt kochen? Ja. Deine Küche ist aber sehr, sehr unordentlich. Hier toppeln müssen. Hm? Sie hat auch ihre ganzen Kuscheltiere da oben runtergeschmissen. Bunlar ihr attı? Oyuncakları niye yukarıdan yere attın? Hı? Da. Ja, das sollst du doch nicht machen. Mama, da, so, da, da. Okay. Du musst aber hier auch deine ganzen Legos wegräumen, ne? Du kannst nicht mit allem auf einmal spielen. Mama, Mama. Aber Baby da. Ja, Baby da. Mama. Sie macht den Herd wieder aus, weil sie jetzt fertig mit Kochen ist. Und jetzt in die Mikrowelle, ja? Bravo. Piep, 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 piep. Ist heiß? Hä? Ist das heiß, Lina? Oh. Ja. Heiß. Krieg ich bitte ein Glas Wasser? Ja, heiß. Oh, nicht anfassen, du verbrennst dich. Heiß. Ja. Ja, das ist ein Teller. Bitte? Nee, ich will nur ein Glas Wasser. Oh. Bitte. Ja, du musst erstmal hier Wasser und danach. Darf ich jetzt trinken? Da, da, da. Wo sind deine Eiswürfel, hä? Eis? Da waren auch Eiswürfel drin. Ich weiß Eis. Nicht, wo die sind. Einfach so Holzklötze. Ja, jetzt musst du deine Sachen waschen, ne?
Guck mal, wie viel Dreck du da hast. Hier kommen mal Näpschen. Da. Ja, alles da unten rein, genau. So. Mama, da. Genau, da drauf. Alles da drauf stellen und dann unten rein. Das. Soll ich dir helfen? Ja. Okay. So, da. Mhm. Was haben wir denn noch? Das ist schon auch dreckig, damit hast du eben gekocht. Jetzt kannst du das unten reinschieben. Geh mal weg da. So. So. Ja, mach das an. Da, Burdan Açça. Morgen, ihr Lieben, ich muss euch kurz aufklären. Ich habe das gerade aufgerissen und sehe, hier ist ein Loch. Okay, das ist ja natürlich sparende und eine tolle Idee, ne? Also das geht auch voll klar. Oh, eine Biene. Hallo, ihr Lieben. Wir sind gerade auf dem Weg nach Kalb. Wir wollten ein bisschen spazieren. Und ich habe Lust auf diese Kräfte gehabt. Wie heißen die? Die man eigentlich aus Hackfleisch macht, aber das halt in vegetarisch. Genau. Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Schatz, holst mir was Kaltes zu trinken. Und ja, wir wollten ein bisschen spazieren, auch der Fahrrads. Ja, und wir wollten für Lina Schuhe gucken gehen, weil Linas Schuhe sind, passen ja jetzt momentan genau perfekt. Aber ich finde, das ist nicht so gut. Also da sollte schon ein Daumen platt sein. Mama! Mama! Mir fällt momentan voll auf, dass mich total viele fragen, ob es noch normal ist, in der 9. Woche Mama. Übelkeit zu haben. Das ist noch die Anfangszeit, ja. Oder ob man Salami essen darf Mama. In der Schwangerschaft oder Mozzarella oder sonst Mama. Was. Leute, esst das, worauf ihr Lust habt. Seid nicht so streng mit euch selber. Ich esse Salami auch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Kalten Kaffee trinke ich auch, habe ich euch ja schon öfters gesagt. Mama. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann müsst ihr einfach Mama. Baba kommt jetzt, Schatz. No, du. Ja, Baba kommt jetzt doch. Ein bisschen Geduld? Was denn? Hallo? Willst du die Kamera? Ja, warte. So, ich hatte dich immer an dem Ort. Hallo, bitte, Mama. Beide. Baba. Baba. Baba! Aber ich hab nur eine. Baba, da! Was willst du trinken? Irgendwas Wasser oder so, egal was.
wieder zu Hause, etwas länger schon. Wir haben eine Runde geschlafen. Dann war ich gerade mit... Oh, mein Bauch kratzt. Oh, fängt ja schon mal an. Und dann waren wir mit Lina gerade spazieren und sie wollte unbedingt Suppe essen. Wir haben hier so einen Dönerladen und dann habe ich ihr eine Suppe bestellt. Die Suppe hat auch super lecker geschmeckt. Ich muss mir den Pürierstab endlich mal kaufen, damit ich diese Linsensuppe endlich mal zu Hause machen kann. Meine ist ja kaputt gegangen. So, ich wollte euch mal zeigen, was ich mitgenommen habe. Wir wollten am Sonntag Auders Freund besuchen, also die Familie. Da habe ich ein paar Süßigkeiten gekauft. Einmal diese Joghurtgums und dann nochmal diese Dickmanns. Ich habe aber zu Hause also hier noch Süßigkeiten, die nehme ich dann auch mit. Dann einmal Latexhandschuhe in Blau, die haben mich total angesprochen. Das sind 100 Stück für 5 Euro. Ich kaufe die eigentlich mal bei Aldi. Das sind auch 100 Stück für 1 Euro. Ja, Schatz, bye bye. Dann einmal Apfelsaft für Alder, der hat Lust drauf, aber hat das letztens nicht gekocht, ich weiß nicht warum. Einmal Orangensaft und einmal Kokosgebäck. Das war es auch, mehr habe ich nicht gekauft. Ja, ich mag das nicht, wenn wir zu Besuch gehen und dann nichts, also mit leeren Händen dahin gehen. Wir gehen jetzt zwar das zweite Mal dahin, aber trotzdem ist es immer schöner, wenn man was dabei hat. Übrigens ist mein Zuckertest negativ. Also die das Mädchen, die da arbeitet, meinte die Arzthelferin, wenn wir uns Dienstag oder Mittwoch nicht melden, dann ist alles gut. Wir haben heute Donnerstag. Das ist natürlich umso besser für mich. Ich habe nämlich damit gerechnet, dass ich wieder Zucker habe. Es war ja so, in Ninas Schwangerschaft habe ich einen Zuckertest gemacht. Und da habe ich was ganz anderes getrunken, also bei meiner alten Frauenärztin. Da gab es einfach Wasser und ein paar Löffelchen Zucker rein. Und dieses Mal hatte ich so einen Saft in einem Becher und musste nur diesen Saft trinken aus der Apotheke. Also es war schon fertig gemischt und ich wusste von Anfang an, dass dieser Saft, dass dieser Zuckertest negativ sein wird, weil als mein Zuckertest bei der ersten Schwangerschaft positiv war, musste ich in ein Blutzuckerzentrum oder so und da habe ich auch diesen Saft getrunken und als ich diesen Saft getrunken habe, war mein Zucker auch ganz normal. Ich gehe davon aus, dass sie zu viel Zucker da reingetan haben in das Wasser, weil ich eigentlich nicht viel Zucker zu mir nehme. Früher ja, aber nicht mehr. Also auch so Cola, Sprite und so, vielleicht in der Woche 2-3 Gläser, mehr aber nicht. Also momentan trinken wir nur Wasser und das ist auch gut so. Ja, mein Engel. Was ist das denn? Da? Okay. Ja, dann waren wir Chiköfte essen. Übrigens, Chiköfte war vegan, bevor jetzt die ganzen Mädels kommen und sagen, das darfst du nicht essen. Das vegan ist Chiköfte. Und das hat auch eigentlich ganz okay geschmeckt, aber ich würde es jetzt nicht jeden Tag essen. Also einmal im Jahr reicht es. Was denn, Schatz? Das? Nein, das habe ich nicht für uns gekauft. Das habe ich für Alan gekauft. Alan Ritschnaudek. Okay? Nein, du. Ich meinst du? Was darfst du essen? Willst du was essen? Nein. Ja, Anna. Das sind Handschuhe. Das sind blaue Handschuhe. Ja, bade. Willst du baden jetzt? Ja? Willst du einmal duschen? Ja. Okay. Ich war nämlich halt bei Rossmann kurz. Ich habe für Lina Feuchttücher gekauft. Und weil sie im Auto ganz brav auf mich gewartet hat mit ihrem Papa, hat sie von mir dieses Prinzessinnen-Schaumbad bekommen. Zeig das mal. Bade. Ja, wir gehen jetzt baden. Ja, wir gehen jetzt baden. Ja, darf ich mitbaden? Ja. Mama muss auch mal wieder duschen. Mama stinkt. Nein, natürlich nicht. So, mein Schatz. Deine Bade ist runter. Was denn, Schatzi? Ups. Wow, Adi. Adi. Ja, ich muss die Wäsche übrigens noch aufhängen. Die habe ich eben gewaschen. Könnte ich auch noch rausholen. Anne, Tata. Was denn, mein Schatz? Tata. Was denn? Ja, das tun wir gleich rein. Das Wasser muss erstmal ein bisschen voll werden. Oh, das riecht so gut, Schwinger.